Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Formel 1 23. Heute mit dem Auftakt aus Australien und in unserer Zweispielerkarriere natürlich wieder mit dem Marc hier am Start. Hallo. So, gut. Letzte Rennen oder letzte zwei Rennen war da nicht so bedeutend. Jetzt hoffe ich, dass die Updates klappen, die ja in zwei Tagen kommen. Ich habe ja drei Updates, die. Vier Updates, die innerhalb der nächsten sechs Tage kommen. Naja, mal gucken. Das kann ich auch allerdings machen. Haben wir hier noch irgendwas, was gerade so. Nee, ist alles im Gang. Alles klar. Gut, dann gehen wir mal durch. Betreff verbessert. Ich glaube, es wird schon wieder Updates. Oh, jetzt ihr geht mir auf den Sack. Ja, meins ist auch alles fehlgeschlagen. Drei Stück. Warte mal, ich muss mal zu einem Event gehen. Für viele Fans, F1-Fans sind sie derzeit in der Favoritenrolle für die Serien Titel. Mit wem haben sie diese die größte Rivalität? Mit mir selbst vielleicht? Achso, bei Rivalität, wenn das du zur Auswahl? Ich habe noch gar nichts zur Auswahl bei mir. Achso? Ja, ich habe Darkhef Gaming beschäftigt. Ja, ja, ich bin gerade dran wegen Rivalität. Ich nehme Albon. Ich nehme mal Gasly. Danke. Es ist toll, dass du dir Zeit für sowas nimmst. So. Okay. Ja, ist schon wieder. Warte mal, ich guck mal gerade wegen Updates nochmal. Kann ich die nicht? Nee, kann ich nicht auswählen, oder? Akzeptieren. So, jetzt machen wir es nochmal. Ich muss die Updates nochmal reinsetzen. Aber diesmal werden sie klappen, weil sie bei 0% Fehlschlag sind. So, Getriebe, Strapazierfähigkeit. Dann machen wir mal Standard. Dann habe ich das Getriebe fast fertig geupgradet. Wunderbar. Gut, gehen wir mal rein ins Wochenende. Australien. Rennen Nummer 3 von 23. Danach kommt Baku und Miami, haben wir nämlich vorhin mal geguckt. Regen im Qualifying, aber das Rennen ist dafür wieder trocken. Okay. Regen und Qualifying, ja, stimmt, ich sehe es gerade. Ja, muss man so knallhart sagen, es liegt an ihm, nicht an mir. Ich hoffe, dass ich da hinten mal ein bisschen wegkomme. Aber wie gesagt, da fehlt mir ein bisschen die Erfahrung für. Zumindest die letzten Rennen. So, warte mal, was haben wir denn überhaupt? Alles ist gescheitert, ey, da steht vier Dinger. Okay. Das komplette Qualifying das vor allen Dingen. Naja. Schauen. Gehen wir auf jeden Fall mal rein in die Session. Dass wir mal ein bisschen was tun können.
So. Was fahren wir dann als erstes? Ein Qualifying Camper, ja, ne? Ich habe mit F&E-Leuten über die neuen Teile gesprochen und sie wurden erfolgreich in den Wagen eingebaut. Wenn wir Glück haben, kannst du die Verbesserung spüren. Also probier sie mal aus. So, fahren wir mal mit dem Qualifying Tempo mal an. Aktuell noch ganz frisch. Also nimm dir ein paar Runden, um die Reifen auf Temperatur zu bringen und ein Gefühl für die Strecke zu bekommen. Was machst du als erstes? Rennen. Oh, ich muss jetzt mal reinkommen in das Ding hier. Ja, stimmt, die haben ja die Kurve hier ein bisschen verändert. Wir haben vieles verändert. Ja, ich kann mich mal an einige Rennen erinnern, wo ich ja eigentlich an dieser Ecke, also so diese Rechts-Links-Kombi nach dem zum zweiten Sektor, dass da sehr viele immer gerne auf die Köpfe gekommen sind und ausgeschieden sind, weil sie sich da weggedreht haben. Ach Mann, so viel zum Thema Körb. Das war der Heckflügel. Das ist genau das, was ich vorhin angesprochen habe mit den Körbs.
Frage ist, wie lange dauert die Nummer jetzt mit dem Heckflügel? Sechs Minuten. Die Reparaturarbeiten am Wagen haben uns etwas Zeit gekostet. So, dann geht's weiter jetzt mit dem zweiten freien Training. Mit der nächsten Trainingseinheit. So ist es richtig irgendwie. So. Ach so, warte mal, was mir gerade einfällt. Ich könnte auch mal ein Setup laden. Macht zumindest viel aus. So, was haben wir denn jetzt? Qualifying Tempo haben wir soweit durch. Jetzt müssen wir mal die Rennstrategie machen. Ja, mache ich jetzt mal. Lass uns ein paar Runden absolvieren. Vor allem, weil die Quali morgen nass sein wird. Ist das Training eh nur, damit sie da ein bisschen kennenzulernen. Das ist überhaupt, glaube ich, in unserer gemeinsamen Karriere, ne? Das ist die erste Session. Das ist alles trocken gehabt. Ja, jetzt? Hm? Ja, unsere hier gemeinsamen Zweispielerkarriere. Ja, ich sag mal so, ist ja auch kein Wunder, wenn wir bisher nur Bahrain und Jeddah gefahren sind. Ich glaube, ja, gut, okay. Regen zu erwarten ist ein bisschen. Das stimmt, ja. Baku nächste Woche. Nächste Mal. Vielleicht heute, ja, nächste Woche, weiß ich noch nicht. Hängt davon ab, was am Freitag ist. Naja, ich hatte jetzt vor, am Freitag dass wir drei durch und Sunny ja, Rainbow machen. Nur wenn Sunny dann doch nicht könnte, könnten wir ja auch notgedrungen noch. Könnten wir auch rein theoretisch machen, ja. Deswegen steht bei mir ja auch, bei mir steht es ja auch in der Videobeschreibung drin, Rainbow passt. Warte mal. Kommt nur dann, wenn halt wirklich alles mit der Zeit herpasst. Da wir zu fünft sind, müssen wir es halt gucken. Das ist der gleiche wie hier auch. Es müssen ja beide Zeit haben. Es macht ja keinen Sinn, dass einer alleine eine Zweispielerkarriere spielt. Das hier ist ja unser gemeinsames Projekt. Die Nummer hier. Ach ja. Na dann. Das war's. Das sah übel aus. Alles okay?
Okay bei dir? Oh Mann, ich verpasse schon wieder ein scheiß Training. Ich hatte in der letzten Kurve weggedreht und ich bin quasi mit dem vorne links in die Boxenmauer rein, also die in das Ende. Och, kotzt mich das gerade an. Das wird nicht das zweite Wochenende. Das heißt, das dritte freie Training kann eigentlich immer nur besser werden. Weil schlechter ist kaum möglich. Vor allem verlierst du Qualifying ja auch noch Zeit, weil wegen dem Regen. Das heißt, es geht nur komplett aufs Rennen. So. Na dann, probieren wir's. Hol noch nicht alles aus dem Auto raus, die Strecke ist noch ganz frisch. Fahr erst mal ein paar entspannte Runden. Ach, du bist direkt vor mir. So, schauen wir mal, ob wir heute ein bisschen Fahrbetrieb sehen, wenn jetzt man das. Hast du gerade Probleme in der Einkurve? Was? Hast du gerade ein bisschen Probleme in der Einkurve? Nein. Okay, weil gelb war. Ja, weil ich langsam fahre. Achso. Ja, ich bin auf der schnellen Runde. Ich habe mir meine Qualifying-Tempo-Runde leider ungültig gemacht. Achso, okay, das erklärt's ja.
Mann! Ach ja, ist doch zu kotzen. Bist du okay? Dritte Training, dritter Ausfall. Aber nur leicht angeschlagen und direkt der Reifen weg. Wow, was ein verkorkstes Training, ey. Mal gerade kurz. Du hast gar kein. Du hättest ruhig sitzen können, ist okay. Ja? Du hättest ja ruhig fahren können, ist ja kein Problem. Ja, nee, das Programm war ja zu Ende nach der unnötigen Runde. Okay. Ja gut, okay. Ich wollte ja eigentlich noch eine zweite setzen, aber die haben ja direkt das Programm beendet. Hättest du nochmal starten müssen, glaube ich. Ach Mann. Ja, das wird definitiv nicht das Rennen. Wie gesagt, mir fehlt absolut die Trainingszeit.